Hallo, heute geht es um den zweiten Teil der Fitnessübung 1, 2, 3, 4, Go. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, ich habe unten in den Beschreibungen einen Link gesetzt und hier oben findest du auch nochmal einen Link. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten im ersten Teil ja alle vier Finger eingesetzt. Ich will das nochmal wiederholen. Also wir hatten folgende Übung gespielt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir hochgerutscht. Und so weiter und so weiter. Und wir sind dann auch zurückgerutscht und haben diese Übung auf allen Seiten gespielt. Und heute möchte ich dir drei Varianten davon vorstellen. Die erste Variante sieht so aus. Die vier Finger liegen schon auf dem Griffbrett und wir fangen diesmal mit dem vierten Finger an zu spielen. Also so. Du wirst feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Komischerweise ist das eine Herausforderung, wenn man plötzlich in die andere Richtung spielen muss. Lass dir dabei Zeit, spiele das ein paar Mal, dass du eine Sicherheit bekommst. Und irgendwann, wenn du dann sicher genug bist, rutschst du mit allen Fingern nach oben. Ich spiele diese Übung immer zweimal, dann rutsche ich weiter. Auch das machen wir über das ganze Griffbrett und rutschen dann wieder zurück. Es schadet auch nicht, diese Übung auf allen Seiten zu spielen, also auch auf der vierten Seite, dritten und zweiten Seite. Und nochmal zur Erinnerung, diese Übung solltest du immer musikalisch spielen, also versuche die Töne zu binden. Versuche ein gleichmäßiges Tempo zu spielen mit Hilfe eines Metronoms. Das ist ganz wichtig. Und nochmal der dritte Tipp. Versuche die Finger so steil wie möglich auf die Seite zu setzen. Und der Daumen ist immer da, wo der zweite Finger ist. Und wenn du höher rutscht, vergiss nicht den Daumen. Der soll nicht da bleiben, sondern der Daumen rutscht immer mit. Das ist also eine ganz wichtige Übung. Kommen wir jetzt zur zweiten Variante. Diesmal fangen wir wieder mit dem ersten Finger an. Jetzt lassen wir den zweiten Finger aber aus und spielen mit dem dritten Finger. Und dann kommt erst der zweite Finger und dann der vierte Finger. Probier auch diese Übung erstmal in einer Lage aus, bis du dich sicher fühlst. Und wenn es soweit ist, kannst du wieder auf Reisen gehen. Und so weiter. Und natürlich geht es auch wieder zurück. Damit du auch wirklich alle Seiten einsetzt, gibt es jetzt eine dritte Variante. Und in dieser dritten Variante wechseln wir tatsächlich jedes Mal die Seite. Und du kannst dir jetzt aussuchen, welche Fingersätze du ausprobierst. Es kann dieser Fingersatz sein, den wir ganz am Anfang hatten. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und dann rutschen wir nach oben. 1, 2, 3, 4 und wieder zurück. Immer werden alle Seiten bedient. Und wir rutschen wieder höher und so weiter. Das gleiche kannst du auch mit der ersten Variante machen. Oder auch mit der zweiten Variante.
und so weiter. Du solltest das ganze Griffbrett mit einbeziehen. Also versuche so hoch wie möglich zu kommen und so tief wie möglich zu kommen. Immer wieder dran denken, nicht zu schnell, gleichmäßig spielen, schöner Ton und achte auf deine Fingerhaltung. Das ist ganz wichtig. Wenn du weiter Tipps, Tricks und Lieder von mir haben willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich dir ein fröhliches Üben.